Charles Darwin und die Evolutionstheorie. I Think verriet er seinem Tagebuch und wagte es lange nicht, seine revolutionäre Idee zu veröffentlichen, die da lautete: Alle Arten haben sich aus einer gemeinsamen Urform erst allmählich entwickelt. Pflanze, Tier und auch der Mensch. 1859 erschien sein Buch über die Entstehung der Arten. Und es geschah, was Darwin befürchtet hatte. Er wurde heftig attackiert. Sein Buch widerspricht allem, woran die Menschen seinerzeit glauben. Es widerspricht dem Schöpfungsgedanken der christlichen Lehre. Charles Darwin und die Evolutionstheorie. I Think verriet er seinem Tagebuch und wagte es lange nicht, seine revolutionäre Idee zu veröffentlichen, die da lautete: Alle Arten haben sich aus einer gemeinsamen Urform erst allmählich entwickelt. Pflanze, Tier und auch der Mensch. 1859 erschien sein Buch über die Entstehung der Arten. Und es geschah, was Darwin befürchtet hatte. Er wurde heftig attackiert. Sein Buch widerspricht allem, woran die Menschen seinerzeit glauben. Es widerspricht dem Schöpfungsgedanken der christlichen Lehre. Charles Darwin und die Evolutionstheorie. I Think verriet er seinem Tagebuch und wagte es lange nicht, seine revolutionäre Idee zu veröffentlichen, die da lautete: Alle Arten haben sich aus einer gemeinsamen Urform erst allmählich entwickelt. Pflanze, Tier und auch der Mensch. 1859 erschien sein Buch über die Entstehung der Arten. Und es geschah, was Darwin befürchtet hatte. Er wurde heftig attackiert. Sein Buch widerspricht allem, woran die Menschen seinerzeit glauben. Es widerspricht dem Schöpfungsgedanken der christlichen Lehre.